Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pantis TV. Heute geht es um die Balance von unserem Körper. Heute machen wir viele einbeinige Sachen oder eben im Vierfüßlerstand die Körperspannung zu halten. Und gleich beginnen wir. Die erste Übung, wir bleiben gleich mal mit einem Bein auf der Matte stehen oder am festen Boden. Achtet darauf, dass ihr nicht eine zu dicke Matte verwendet, sondern wenn dann eine Yogamatte oder sogar ganz auf dem Boden unten. Wir bleiben auf einem Bein stehen. Wichtig ist immer, dass das Knie ganz leicht gebeugt bleibt, das heißt nicht ganz durchstrecken, sonst halten wir immer auf dem Gelenk, das soll nicht sein. Wir wollen die Muskulatur beanspruchen, das heißt auf der Ferse, auf den Zehenspitzen, ganz leicht das Knie beugen, halten die Position, das andere Bein hochziehen, Arme leicht auf die Seite strecken und wir kreisen unser Fußgelenk. Wer ganz viele Schwierigkeiten bei der Balance hat, kann natürlich auch einen Besen oder einen Sessel hernehmen oder ganz leicht neben der Wand die Fingerspitzen zubehalten. Ansonsten bitte nichts verwenden. Und kurz auslockern, kurz entspannen das Bein, Seiten wechseln. Bein wieder belasten, ganz leicht im Knie drinnen bleiben, Arme auf die Seite geben, Gesäßmuskulatur anspannen. Bein heben und Fußgelenk durchkreisen. Sehr schön. Und wieder auslockern. Beide Füße kurz lockern, Muskulatur auslockern. Dann bleiben wir wieder auf dem anderen Bein stehen. Wichtig ist wieder gebeugtes Knie an auf der Seite lassen. Das Bein vorne hochziehen, das Knie heben und nach hinten durchstrecken. Vorne anziehen, hochheben, nach hinten durchstrecken. Vorne anziehen, hochheben und nach hinten strecken. Ein letztes Mal und abstellen. Sehr gut. Kurz auslockern das Bein und die Seite wechseln. Arme auf die Seite, leicht gebeugtes Knie. Hochheben das Bein, anziehen und strecken. Oberkörper bleibt gerade. Und auslockern. Sehr schön. Auch die Schultern entspannen. Wenn die Arme draußen sind, haben wir gleich ein bisschen Schulterspannung dabei. Wir wechseln wieder auf das andere Bein. Arme ganz leicht auf die Seite, wenn wir Gleichgewicht halten. Das Bein heben auf die Seite. Vorne kreuzen und wieder heben. Ohne Schwung, sondern nur aus der Muskulatur. Und vorsichtig abstellen. Kurz auslockern und die Seite wechseln. Wieder ganz leicht im Knie drinnen bleiben. Beine auf die Seite heben. Und vorne kreisen.
Mal und abstellen. Sehr gut. Kurz auslockern. Für die nächste Übung lassen wir die Arme hinten verschlossen. Wir bleiben wieder auf dem linken Bein, ganz leicht im Knie drinnen bleiben. Das rechte Knie hoch anziehen. Zehenspitze anziehen und halten. Schultern zurückziehen, Brustbein heben und das Bein halten. Wichtig ist, im linken Bein nicht durchgestreckt, sondern immer ganz leicht abwinkeln, sodass die Muskulatur alles haltet. Das Bein senken und nach hinten hoch. Ferse geht nach hinten hoch. Und wieder langsam abstellen. Sehr gut. Kurz auslackern und die Seite wechseln. Ganz leicht im Knie bleiben. Linkes Bein vorne hoch anziehen und halten. Zehenspitze mit anziehen. Das Bein senken und nach hinten hoch anziehen. Ferse zieht mit hoch. Ganz leicht gebeugt, halten auf der Muskulatur. Und vorsichtig abstellen. Sehr schön, kurz auslockern. Und jetzt gehen wir in den Vierfüßler statt. Die Arm- und Beinwaage. Wichtig ist dabei, die Handflächen auf den Boden abzustützen. Dabei ist es wichtig, dass wir schulterbreiten Stand haben. Ja, nicht zu eng, nicht zu weit, sondern schulterbreit. Die Knie gehen hüftbreit auseinander. Wichtig ist auch Schulter- und Handgelenk auf einer Höhe, gleich wie Hüft- und Kniegelenk. Wir können die linke Zehenspitze aufstellen und dann uns ein bisschen leichter. Wir strecken das rechte Bein nach hinten, ziehen die Zehenspitze an, strecken den linken Arm nach vorne, Handfläche schaut nach unten und wir halten die Position. Bauchnabel nach innen ziehen, den Kopf gerade lassen, Wirbelsäulen gerecht ausrichten und nur halten. Und vorsichtig. Ablegen. Kurz entspannen. Wichtig ist dabei, den Arm, der was uns haltet, nicht ganz durchstrecken, sondern die Muskulatur abwinkeln lassen. Das Ganze das Gleiche. Auf der anderen Seite Spannung aufbauen, Zehenspitze aufstellen, linkes Bein strecken, rechten Arm strecken und die Spannung in der Mitte halten. Den Kopf wieder wirbelsäulengerecht ausrichten und den linken Ellbogen ganz leicht abwinkeln. Und wieder vorsichtig abstellen. Jetzt auslockern, in die Hocke gehen und langsam aufstehen. Sehr schön. Kurze Pause.
Als nächstes kommen wir zum einbeinigen Kreuzheben oder Armbeinlage auf einem Bein. Sangapfule dazu. Wir bleiben wieder auf dem linken Bein. Wichtig ist wieder, das Knie ganz leicht abgewinkelt zu lassen. Die Arme neben dem Körper. Rechtes Bein kommt jetzt auf die Zehenspitze. Wir strecken das Bein nach hinten, die Arme gehen nach vorne. Halten die Spannung auf dem linken Bein. Und halten. Die Arme strecken nach vorn, das rechte Bein streckt nach hinten. Wir gehen die Arme auf die Seite. Und halten Position. Die Arme wieder nach vorne strecken und gleichzeitig hoch. Und entspannen. Sehr schön. Seitenwechsel. Auf dem rechten Bein stehen bleiben, ganz leicht im Knie, Gesäßmuskulatur mit anspannen, linke Zehenspitze heben, ein- und ausatmen, strecken, die Spannung nochmal kurz halten und die Arme auf die Seite öffnen und halten. Wichtig ist, den Nacken locker lassen, nur auf dem rechten Bein halten. Arme vorstrecken und wieder langsam aufstehen. Puh, sehr schön. Und auslockern. Die Beine locker lassen. Und dann kommen wir schon zur letzten anstrengenden Übung. Wir bleiben wieder auf dem linken Bein. Das rechte Bein legen wir oben drüber. Wir atmen tief ein, Handflächen zusammenschließen, runterziehen, runtersetzen, ausatmen und die Spannung halten. Wichtig ist, keinen Rundrücken machen, schön gerade bleiben, Schultern zurückziehen. Versucht auch mit dem Knie hinter den Zehenspitzen zu bleiben. Langsam aufstehen, strecken und entspannen. Sehr schön. Seitenwechsel. Einmal von der Seite. Wir bleiben diesmal auf dem rechten Bein ganz leicht gebeugt. Linkes Bein drüberlegen. Tief ein, ausatmen, runtersetzen und die Spannung halten. Schön gerader Rücken, Kopfwirbelsäule direkt ausrichten, Knie bleibt hinter den Zehenspitzen und auf maximal gleicher Höhe. Und ablegen. Sehr schön. Breitbeinig auseinander gehen. Lockern. Wir atmen tief ein. Gehen von unten nach oben hoch. Und ausatmen. Tief ein. Ausatmen. Noch einmal kräftig ein. Und ausatmen.
Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Diese Übung können Sie gern jeden Morgen oder Abend vor dem nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafengehen machen. So kommt sie einfach besser in den Tag hinein. Wir sehen uns beim nächsten Workout. Danke, tschüss und baba.